Es gibt Klischees, die stimmen einfach. Italiener lieben ihre Pasta. Sie ist ihnen heilig. Pasta ist kein Essen, es ist Kultur, die man in aller Welt genießen kann. Am liebsten natürlich mit echten Nudeln aus Italien. Aber ob immer drin ist in der Packung, was außen drauf steht, daran sind Zweifel erlaubt. Pastaproduzenten sind verpflichtet, die Herkunft der Zutaten offenzulegen. Der Teufel steckt hier aber im Detail. Eine Nudelmarke hat die italienische Flagge auf der Packung oder nur der Name klingt italienisch? Allein die Angabe reicht, ob das Getreide aus Europa stammt oder nicht. Mehr muss nicht sein. Diese Kennzeichnung ist völlig nutzlos. Sie bedeutet doch nur, der Inhalt stammt vom Planeten Erde, nicht vom Saturn oder vom Jupiter. EU oder nicht EU heißt doch nichts anderes als Planet Erde. Ist das Transparenz? Dabei bieten die Produkte doch genug Informationen, sollte man meinen. In jedem Supermarkt haben wir eine Riesenauswahl an Marken und Sorten. Für Konsumenten ist es aber sehr schwer herauszufinden, wo die Zutaten eigentlich herkommen. Schaut man sich einzelne Produkte an, findet man mehr oder weniger hilfreiche Informationen. Diese Nudelmarke ist belgisch und verarbeitet belgisches Getreide. Diese Marke ist Made in Italy und verarbeitet Getreide aus der EU- und Nicht-EU-Ländern. Diese Nudeln ziert eine italienische Flagge, hergestellt in der EU, aber wo, das steht nirgends. Armes Europa, Verwirrung in den Regalen, Verwirrung in den Köpfen, dann doch lieber Gnocchi